Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shoot Many Robots. Wir haben es ewig nicht mehr gespielt. Dementsprechend ist die Vorfreude natürlich groß. Das habe ich einfach vermisst. Ja, mal gucken, was hier so geht. Schrott und Müll gibt es ja allerhand voll zu tun, hätte ich fast gesagt. So, wo müssen wir hin? Nee. Nee. Wahrscheinlich hier. Wir brauchen 30 Sterne. Hier unten haben wir noch nicht so viele. Das da geht auf jeden Fall besser. Hätte ich nicht gedacht, dass das Story-lastig irgendwie nach Sternen geht. Tut mir leid. Damit wir jetzt nochmal so ein Klassiker spielen. Da hatte ich nur einen Stern. Also Leute. Was ist das denn hier? Ah. Hätte ich mir ja sparen können. Warum ist das denn so groß, wenn es nur heißt überlebe? Finde ich aber nicht so cool. Dafür kann ich die ganzen Typen mit One-Shot killen. Also jedes Mal, wenn ich mit dem Raketenwerfer schieße, geht mein Controller aus. Dementsprechend schieße ich nicht mehr mit dem Raketenwerfer. So leicht kann man Abstriche machen. Ja. Ach Leute. Irgendwie können die Gegner nicht ganz mit meiner geballten Power umgehen. Hier ist ein guter Punkt. Hier können wir uns also im Kreis drehen quasi. Hitbox, die wir dieses Spiel erhalten haben. Volltreffer-Alarm. Ich weiß gar nicht immer, was ich zu dem Spiegel großartig sagen soll. Weil, ja, man spielt es einfach. Und, wie gesagt, ist einfach nur so chillig zum Spaß haben. Es ist jetzt natürlich nicht so storylastig, wie man das vielleicht mal öfters mitbekommt bei mir. Macht halt, im Grunde genommen macht's Bock. Es wird halt ein bisschen, ich will nicht sagen einseitig, weil sie versuchen ja immer wieder neue Innovationen reinzubringen. Letztes Mal war ja auch so ein Jump-and-Run-Teil quasi enthalten. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob sich da lohnt, das komplette Game nochmal so durchzuzocken mit euch. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren da lassen, ob das spaßig ist oder ob wir lieber dann mal auf was anderes noch switchen sollten, damit ich mehr Zeit habe für andere Projekte oder so. Wie gesagt, das mache ich hier so nebenbei. Und ja, kostet halt trotzdem immer manchmal Zeit und deswegen einfach mal nachfragen, wie es euch beliebt. Ja, jetzt sind wir nochmal in der Bonuswelle. Wir müssen halt jetzt dementsprechend hier ein paar Sterne sammeln. Ich weiß jetzt nicht ganz. Wahrscheinlich gibt es jetzt einen Stern, wenn ich hier 600 bekomme, da oben. Also 600 Muttern. Ich habe jetzt 377. Dementsprechend schön alles aufheben, was runterfällt. Äußerst nervig, finde ich jetzt persönlich. Hätte ich mir hier so ein Ding mit Magnet anziehen können. Haben wir ja welche gehabt. So einen natürlichen Respekt, weil ich gewohnt bin, immer sofort zu sterben, wenn die Typen schießen. Und ich glaube, das ist relativ unbegründet.
eigentlich kommen auch nicht so großartige Gegner auf uns zu, wo man mal ordentlich Punkte absagen könnte. So ein Endgegner oder sowas gibt natürlich viel mehr Punkte als jetzt irgend so ein abgehalfterter Flugroboter. Wenn ihr wisst, was ich meine, nicht? Ich könnte theoretisch schon mal den Sound dann vom Game für die YouTube-Videos rausmachen, weil ich halt ja eh alles nur gedruckt quasi. Wo war nochmal Bier drin? Ich glaube auch Y. Nur für Notfall. Ich glaube ja. 1200 fürs nächste Mal volles Haus, volle Sterne haben. Ah ja. RB. Oh, da oben liegt ein Sack. Immer gut. Können die ruhig öfters mal fallen lassen, solche Säcke voller Münzen? Es ist immer leicht zu sagen, dass ich hier schnell Leute killen soll, damit ich mehr Münzen kriege, weil kommen ja gar keine Gegner. Versuche hier als auch Betriebstemperatur zu bleiben und ihn hier fertig zu machen. Aber irgendwie kommen wir nicht so viel. Naja. Haben noch 3 Bier. Jede Menge Muni. Ach so, wir dürfen nicht mal den Level schieben, geht ja kommt so aus. Jede Schraube ist wichtig, Jungs. Alter. Ich habe dann gerade Magneten aufgesammelt. Das heißt, wir sammeln jetzt tendenziell ein paar mehr Dinger ein. Wer hat sich denn das hier ausgedacht? Seid ihr alle völlig begast. Der hat aber nicht lange überlebt. Was ist das jetzt, Kinders? Kommt immer noch so eine Rasselbande hinterher. Ich laufe einfach nach unten und halt drauf, wie so ein Bekloppter. Das läuft, Sprintmodus OP. Doppelter Sprintmodus. Ah, wir rasten völlig aus. Klasse, mal 5. Und wir haben schon 3 Sterne, das läuft. Da unten kommt nochmal so eine Rasselbande. Ich muss sagen, der treue Amerikaner oder wie unsere Waffe heißt, die ist uns echt treu. Die ist ganz schön am Rasieren. Gleich kommt Stern Nummer 4, meine Freunde. Schräubchen noch. Haben noch eine Bierflasche. Wie soll man denn da 5 Sterne holen? Komisches Gerätschaftsdingsbums. Mein erstes Gatling-Gewehr. Ludi abgesägte Schrotflinte. Kleiner Mac. Feenflügel. Beinschützer mit schicken Fransen. Eine Papiertüte. Eine Papiertüte klingt ja schon mal ganz geil. Ich würde mal sagen, wir sind mit Abstand die Besten. Hallo? Hatte ich in dem Spiel noch nie.
Die Hose mit den Fransen, die hat mich auf jeden Fall angetan. Wo haben wir die? Oder die Papiertüte. Oha, 20.000 kostet der Spaß. Aber dafür geht's ja ganz schön zur Sache. 50 plus Gesundheit, Gesamtschaden. Kommt. 50 plus Gesamtschaden, kritischer Schaden. Hier haben wir halt 50 plus Gesundheit bei dem Cowboy. Das ist halt ganz geil. Den können wir uns auch noch nicht leisten. Bier plus 2 ist natürlich Kugelschaden plus 40 und Explosivschaden plus 40. Präzision nicht gut. Verstehe ich nicht ganz. Ach, man sieht nicht viel, deswegen. Ah. Aber eigentlich ganz cool, mit der Papiertüte auf dem Schädel dann rumzulaufen. Was geht hier so? Feenflügel. Klatsch in die Hände, wenn du an Feen glaubst und verhindern willst, dass sie weiter Blut aus deinen Handflächen saugen. LT für Hangtime, RT zum Sliden. Schmetterschaden haben wir dann halt nicht mehr. Ist ja logisch. Gesamtschaden plus 45. Hangtime. Aber bevor Fransen erfunden wurden, lehnten sich prähistorische Cowboys Seeanemonen an dem Oberschenkel. geiler Typ. So. Ich glaube, wir spielen nochmal so eine Mission, weil wir brauchen ja nochmal ein paar Sterne. Ich wünschte, es wäre nicht so. Eine sehr unamüsante Folge dann für alle Beteiligten. Gefährliche Klippen statt Mitte. Okay, wir haben Innenstadtbarrikade noch gar nicht gespielt. Dementsprechend haben wir natürlich auch keine Sterne da. Überlebe. Haben wir ja mittlerweile drauf. Mein treuer Amerikaner rattert alles weg. Kanonenfutter seid ihr da alle. Aua. Abgewöhnt zu schlagen, ich schieße jetzt irgendwie nur noch. Ich habe das Gefühl, das ist effektiver. Der Typ hat eine Schrotflinte gehabt oder warum hat er mir so viel Schaden gemacht? Man weiß es nicht. Wenn man bedenkt, dass wir gleich schon wieder bei der Bonusrunde sind, sind wir ja schon mittlerweile echt Maschinen. Wir werden quasi zu unserem eigenen Gegner. Das läuft. Wo kommt denn die Rasselbande her? Aber finde ich ganz cool, dass die ganzen Schrauben direkt zu mir fallen. Können wir so weitermachen, Jungs? Oberstleutnant. Maximaler Bonus, oder was? Ist ja echt nicht mehr witzig hier. Ich habe einen Kabelcontroller. Alter, what the fuck? So, ich versuche jetzt mal das Kabel so festzuhalten, wie es geht. Es funktioniert einfach nicht. Da ist der Wurm drin. Scheiß drauf. Schießen wir nicht mehr mit. Wir nehmen nur noch unser normales Gewehr. Ist das hier eine komische Produziermaschine oder was? Erfolg. Sind wir ja gewöhnt, Erfolg zu haben. Ja, sowas nicht geplant, ich weiß.
Ach, wir müssen ja eh unten bleiben, weil ich muss ja die ganzen Schrauben wieder aufheben. Das würde das ja alles keinen Sinn machen hier. Läuft ja auch nochmal bei mir. Schräubchen. Schräubchen, Täubchen. That loy. Rage your fist for anger fist. Hammer. Theoretisch kann ich die Maschine ja auch eigentlich den ganzen Tag da stehen lassen, weil die ja andauernd neue Gegner rausschmeißt. Wenn ich jetzt mal ein Fuchs wäre, weil umso mehr Schrauben sammle ich und umso mehr Sterne bekommen wir. Wenn ich jetzt nicht mich völlig falsch gedenkt, ne? Ihr wisst ja, wie ich meine. Wenn meine geistigen Mechanismen mich nicht im Stich lassen sollten. Wäre das ja ein richtiger fuchsiger Move von mir. Lasse ich den da oben einfach in Ruhe. Also solange hier jetzt noch Viecher kommen, bin ich ja happy, ne? Cause I'm happy. Okay. Also hier geht nichts mehr. Kommt hier noch was? Gut, er hat auch keinen Bock mehr, Viecher rauszuschmeißen. Ich widerrufe meine supergeile Taktik. Ja, aber mich leider vertan tut. Und ich taufe diese Villa auf den Namen Apachenpub. Quasi der persönliche Wohnwagen von den Robotern, oder? Warum zielt die Kamera so komisch auf mich? Wenn ich jetzt mal ganz vorurteilsfrei fragen dürfte. Gut, ist ja egal. Hat sich ja eher die. Kommen hier nochmal Gegner, oder wie sieht das aus? Ein Fäuste aus Stahl. La 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 la. Wir schießen durch die Menge. Nee, also im Großen und Ganzen muss man schon sagen, auch wenn sich ein paar Level wiederholen oder man fast immer dieselben Gegner hat, es macht schon im Grunde genommen macht schon eine Menge Bock. Einfach nur da durchzuballern, ein bisschen sinnlos. Aber egal. Game muss ja auch nicht immer eine Story haben. Ist ja genauso wie Call of Duty. Spielen ja alle nicht Call of Duty wegen der Story online, sondern, ne? Wegen dem Rumgeballer und dem unlogischen Shit, dass man sich mal ein bisschen aufregt. Wenn man es im Alltag nicht rauslassen kann, ne, macht man es halt hier. Sag ich mal so. Ne? Und dementsprechend finde ich es halt immer ganz geil. Deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn Leute eine große Fresse im Internet haben. Ich meine, sie können es sich im Alltag nicht erlauben, quasi. Ganz kleine Schüler oder sowas. Deswegen sind die Kleinen auch immer die Schlimmsten hier bei Online-Games. Ich habe es jetzt entlarvt, quasi. Ne? Ach, hier steht noch so eine Scheiße. Deswegen. Und ja. Auf jeden Fall haben wir ja noch, glaube ich, 2 Bonuswellen. Und wir brauchen nur noch 1400 komische Coins. Haben dann schon unseren super mega Uber-Oberbonus.
direkt haben wir ihm gegeben, ey. Du Bengel. Solche Typen greife ich immer super gerne mit dem Raketenwerfer an. Aber ihr erinnert euch, können wir nicht benutzen. Holla, die Waldfee, wir sterben gleich. Wir brauchen nur noch 500 Coins, das kann... Nein, 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 das, jeder Schuss ist tödlich. Ah! Houston! Wir haben ein robotanisches Problem. Давай! Wow, das läuft! Auch mehr Münzen? Ja, wir haben 5 Sterne. Scheiß auf alles. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, aber das ist völlig egal bei dem Spiel. Ich weiß nur, dass es läuft. Und wenn es läuft, dann läuft. Immer noch ein Speedfuß. Ich habe keine Lust nach da hinten zu laufen, sonst sterben wir. Ja, wir haben jetzt Speed, jetzt kann ich ja laufen. Au, au. Au. Ein Schuss und wir segnen das Zeitliche. Noch ein Millischuss. Theoretisch sind wir schon tot. Aber irgendwie halten wir uns vehement. Eigentlich der ideale Endgegner, weil gegen den verliert man normalerweise kein Leben. Außer man wird halt zurückgebacken. Also ich muss sagen, damit müssen wir ja Weltrangliste Platz 1 belegen, was wir hier abliefern. Das ist ja unnormal. Na kommt schon. Ach, Trick, Trick und Trax sind wieder am Start. Oh Gold. Bräuchte mal ein Level up oder so. Ach du Scheiße, was geht hier ab, ey? Läuft auf jeden Fall unnormal bei uns. Immer dran denken, nicht verzagen, Gunny fragen, weil der haut sie alle weg. Gell? Oh, da oben ist so ein unliebsamer Kollege. Was ist denn mit dem falsch? Schnell ziehen, oder? Immer drauf auf den Salat. Ihr miesen Miesepeter. Ich gewinne, du verlierst. Platz Nummer 1 in der Welt, wir kommen. Trotz Bierflaschenmangel seit 500 Jahren leben wir immer noch. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Und ich dachte vorher, ich kann das Spiel nicht. Hallo, volles Leben. Alter, da oben ist wieder so ein Endgegner-Schmongo.
alle keine Hobbys, ey, wo der Typ spawnt, man. Sollen wir da runterkommen? Was ist denn los mit dir? Kann immer jemand sagen, dass er behindert ist? Schieß mal unter dich hier hin. Danke. Na, wusste ich. Ich glaube aber, dann war's das jetzt. Und dafür würde ich sagen, haben wir mal richtig aufgeräumt. Bonuswelle Level 4. Wenn es jetzt noch Level 5 gibt, dann raste ich ja vollkommen aus. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Bam! 5 Sterne, Ladies and Gentlemen. Übelst lang überlebt. Richtig geil die Stadt kaputt gemacht. 12.000 Schrauben, meine Freunde. Holla die Waldfee. Jawohl. Klebriger Granatwerfer. Verbesserter Keinstier. Des Kaisers neue Hose. Astronautenhelm. Unbequemes Käppchen. Explodierendes Fass. Und das war's auch schon wieder. So, Weltranglistenplatz 20.000 ist natürlich jetzt nicht die Welt, wa? Aber da kann man definitiv mehr rausholen. Aber ich finde, die haben schon mal richtig geil einen gerissen. Dafür, dass wir kein Leben mehr hatten, ganze 2 Bonuswellen durchzuhalten. Hut ab und Respekt an uns selber. Geile Nummer. Was gibt's denn Neues an Waffen? Kommt zur Navy, sagten sie. Sie die Welt, sagten sie. Finger weg von der Kanone. Ja. Präzision gut. Nein. Nein. Ich glaube, wir bleiben unserem Amerikaner treu. Für Stufe 21 schon mal eine ziemlich fette Maschine. Und alles andere können dem noch nicht wirklich das Wasser reichen, hätte ich fast gesagt. Der hier sieht nicht schlecht. Kettenqualmer. Schadenrakete, Präzision. Naja. Feuerstoß 2 Stück. Munition 16. 2 Sprengköpfe sind besser als einer, wenn man Krieg mag gegen Roboter. Kaufen wir uns einfach Scheiß drauf. Stufe 23 ist, ne? Was ist das denn? Er schießt nicht, aber du wirst viel schneller geheilt, wenn du ihn dabei hast. Oh, das ist ideal für unseren Controller. Also wir, würde ich mal sagen, wir können ja eh den zweiten nicht benutzen, ne? Also wir können eh nicht unsere Zweitwaffe benutzen, dann bietet sich das ja an, quasi. Runter und B in der Luft kann man hier auch mit dem machen. Coole Nummer. Ist aber nicht so gut wie unsere, glaube ich. Wir haben nämlich Stufe 17. Eulcaster Hauskatzenhelm. Warum auch immer der so heißt, keine Ahnung, ist ja egal. Du wirst die... Nö. Juckt mich gar nicht. So. Naja, oben erste Hilfe, Heiltempo mal 2, Heilverzögerung minus 1 Sekunde und plus 1 Bier. Ist das, was wir momentan haben? Und das hier oben, Heiltempo mal 2, Heilverzögerung und plus 2 Bier. Hallo, neuer Gürtel. Ist ungefähr das gleiche wie unserer, nur halt für die neuere, für Stufe Dings. Sag doch mal. Ich mach gleich mal einen Ausrüstungsvergleich. Mit dem hier. Gesamte Heilverzögerung minus 2 Sekunden. Das ist das, was wir momentan anhaben. Ist ein bisschen behindert, die Vergleiche zu ziehen hier. Aber im Grunde genommen alles gut besser gemacht. Da sind ein paar extra Features dabei. Das läuft so. Würde ich sagen, haben wir uns mal wieder top ausgestattet. Der Kelch hier in der Hand. Ist ja eine endgeile Nummer auf jeden Fall. Schlürft er sich immer hier einen rein. Der ist auch geil. Yeah! Das läuft. Okay, hören wir mal. So. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall mal wieder Bock gemacht. Und das Spiel kann man auf jeden Fall empfehlen. Also ich finde immer mal wieder echt eine lustige Angelegenheit. Jetzt haben wir hier sogar so einen komischen abgefuckten Cocktail. Aber die Macher lassen sich da auch wirklich mal ein paar Sachen einfallen. Was war das denn?
Er hat gerade damit geschüttelt und hat auf die Erstwaffe gewechselt. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, für mich ein cooles Spiel. Wer mal Bock drauf hat, holt euch. Es ist wirklich nicht so teuer, glaube ich. Ich habe es sogar umsonst bekommen, weil das irgendwie hier Xbox Live Gold geschenkt quasi. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Und ja, gebt es euch mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Ich habe alles gegeben und ich glaube, es war dieses Mal gar nicht so schlecht vom Skill her. Also bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao!